Der aufsehenerregende Start des Freisichtkonzeptes bei Deutz. Mit dem Intrag-System setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Besonders auffällig ist dabei die Fahrerkabine. Voll verglast und sehr übersichtlich thront sie auf der Vorderachse und gibt dem Fahrer eine gute Sicht auf alle drei voneinander unabhängigen Anbauräume. Zur Präsentation 1972 gibt es zwei Modelle des Intrag. Den 51 PS starken Intrag 2002 und den 2005er mit 80 PS. 1973 startet die Serienfertigung und wird als völlig neue Konzeption für eine Arbeitsmaschine beworben. Der Produktionsstopp für den Intrag ist gleichzeitig die Geburtsstunde der DX-Baureihe Agro Xtra, dem ersten Freisichtschlepper mit abgeschrägter Motorhaube. Das Konzept beeinflusst die spätere Traktorenentwicklung, nicht nur bei Deutz Fahr selbst. Zudem wird die sogenannte StarCap-Kabine angeboten. Sie ist auf Silent-Blöcken gelagert, die Motorverkleidung ist elastisch und Kabine und Verkleidung haben keine Verbindung. Dadurch ist der Arbeitsplatz auf diesen Deutz-Schleppern der leiseste überhaupt, den es zu dieser Zeit auf dem Traktorenmarkt gibt. Das Agro Xtra-Konzept wird schnell auf insgesamt 7 Traktoren der DX-Baureihe von 60 bis 113 PS ausgeweitet. Deutz Fahr stellt die Agrotron-Baureihe vor. Die abgeschrägte Motorhaube des Agro Xtra bleibt in weiten Teilen erhalten. Revolutionär jedoch ist das Großraumkabinenkonzept des Agrotron. Außerdem ist die Sitzposition des Fahrers erhöht. Alles zusammen verbessert erneut die Rundumsicht des Fahrers. Nach über 40 Jahren Luftkühlung stellt Deutz Fahr mit dem Agrotron wieder auf wassergekühlte Motoren um, mit Leistungen von 68 bis 130 PS. 1997 kommen zwei weitere Modelle hinzu, mit 230 und 260 PS. 2001 führt Deutz Fahr den Agrotron TTV ein, eine neue Traktorengeneration mit stufenlosem Getriebe und neuem Bedienkonzept. Die Agrotron TTV Großraumkabine bietet beste Bedingungen für ermüdungsfreies Arbeiten, auch bei langen Arbeitstagen. Immer strenger werdende Abgasvorschriften in Europa stellen das Unternehmen Deutz Fahr vor die Herausforderung, immer mehr zusätzliche Bauteile unter der abgeschrägten Motorhaube unterbringen zu müssen. Der in 2005 vorgestellte Agrotron K beweist die Innovationskraft bei Deutz Fahr. Die Rundumsicht für den Fahrer bleibt erhalten, obwohl die K-Kabine 8 cm niedriger ist als die bisherige Agrotron-Kabine. Schließlich soll der Traktor auch durch niedrige Stalltore einfahren können. Die neue Innovation in Sachen Freisicht ist Deutz Fahr mit der neuen Maxi-Vision-Kabine der Serie 7 gelungen. Die Kabine besticht mit einer durchgehenden Frontscheibe und der insgesamt großen Glasfläche. Die Ergonomie der Bedienelemente, die logische und rationelle Anordnung aller Schalter und Steuerhebel, die eindeutige Lesbarkeit aller Betriebszustände erleichtern die Bedienung, sodass sich der Fahrer sofort zurechtfindet. Auch die abgeschrägte Motorhaube im sogenannten Jujaro-Design sorgt für ausreichend Sicht auf den vorderen Anbauraum und sieht zudem schnittig aus. Neben der Auszeichnung mit dem Red Dot Design Award wurde der Schlepper auch zum Tractor of the Year gekürt. Und die Zukunft? Egal, wohin die Wege beim Traktorbau führen werden, Komfort und Wohlfühlen während der Arbeit werden beim Freisichtkonzept von Deutz Fahr auch weiterhin im Vordergrund stehen und für weitere Meilensteine in der Landwirtschaft sorgen.